Hallo Leute und willkommen zum letzten Video von 2015. Ja, das ist das letzte Video für den 31. und morgen haben wir schon das nächste Jahr, also 2016. Und ich wünsche euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr, aber wir machen jetzt erstmal weiter hier bei Super Mario 64. So, tauchen in das Schiffswrack. Ja, wir haben uns die Welt ja schon im letzten Part einmal angeguckt. So, und ich würde mal sagen, jetzt tauchen wir mal ins Schiffswrack. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, also ich mache jetzt einen 20-Minuten-Part, aber dieser Part ist eigentlich relativ spontan aufgenommen. Ich wollte halt noch ein letztes Video für 2015 machen und morgen kommt dann ein, ja, also morgen um 0.30 Uhr, also von heute auf morgen um 0.30 Uhr kommt noch ein spezielles Video. So, worüber, ja, da rede ich ein bisschen über meine Pläne für 2016 und so und ja, dass wir dann halt morgen sozusagen kommen. So, jetzt haben wir hier diesen Aal und hier müssen wir jetzt einfach gucken, dass er uns sieht und jetzt einfach wieder hochschwimmen. Ich glaube, dann schwimmt er nämlich raus und der müsste dann weg sein und dann können wir uns den ersten Stern holen. So, einfach wieder hochschwimmen schnell, ganz schnell. So, genau, jetzt müssen wir glaube ich nochmal abtauchen oder so und dann müsste der eigentlich weggeschwommen sein, oder? Ist er jetzt weg? Okay, es sieht auf jeden Fall gut aus. Okay, sehr gut, ist weg. Gut, dann können wir jetzt ins Schiffswrack rein. So, einfach hier durch. Wenn Mario mal durchgehen würde. Hallo? Ah, jetzt geht's. Es war gerade irgendwie ein bisschen komisch. Okay, jetzt sind wir hier drin. Ah, diese Truhen. Ich glaube, die muss man jetzt nach der Reihenfolge öffnen. Das ist die erste. So, ist... Ja, welche soll ich nehmen? Ist das die zweite? Bitte, bitte. Oh, sehr gut. Und da ist noch eine Blase drin gewesen. So, jetzt 50-50. Ich nehme jetzt mal links. Links ist doch immer gut, oder? Oder? Ey, cool. Okay, jetzt geradeaus, oder? Jetzt die letzte. Sehr nice. Okay. Sehr cool. Dann habe ich das jetzt im ersten Versuch geschafft. Irgendwie voll viel Glück gehabt. So, und ich glaube da, in dieser Fragezeichenbox. So. Schaffe ich hier noch hoch? Nee. In der Fragezeichenbox ist jetzt der Stern, den wir einsammeln können. Upsala. Na komm, Mario, schnell hoch und den ersten Stern dieser neuen Welt einsammeln. Na komm. Und zack. Sehr gut. Here we go. Okay, dann werden wir uns jetzt mal, ja, zum nächsten Stern begeben. Mal gucken, was das für ein Stern ist. So, wir haben ganze 0 Münzen gesammelt. Ich würde mal sagen, das ist ein neuer Rekord. So, jetzt geht's direkt weiter. Mit dem nächsten Stern. Ah, die Welt heißt übrigens Piratenbuchtpanik. Okay. Locke den Aal Kano heraus. Haben wir das nicht gerade gemacht? Haben wir nicht gerade einen Aal rausgelockt? War das nicht der? Okay, da muss ich mal eben schauen. So, dann gucke ich mich jetzt nochmal hier ein bisschen um. So. Da sind ein paar Münzen. Und wenn man die Münzen einsammelt, kann man übrigens noch... Oh, da ist ein... Was? Voll getroffen. Da ist ein Panzer. Ich versuche mir den mal zu schnappen. Schnell, schnell. Hä? Kann ich mir den nicht holen? Okay, dann halt nicht. Aber der Stern hieß, locke den Aal raus. Aber den habe ich doch schon rausgelockt, oder nicht? Den habe ich doch gerade eben rausgelockt. Ah, da ist ein Stern. Okay. Kann ich den jetzt einfach so einsammeln? Okay. Scheint ziemlich einfach zu sein, dieser Stern. Ach so, ich sehe schon. Okay, ich werde da weggetrieben. Ah, ist das der Aal? Na komm. Wow, ist ja gut. So, jetzt erstmal schnell hochschwimmen, weil ich habe nicht mehr so viel Luft. Komm, Mario, schnell. 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 Ich möchte nicht abkratzen. Beziehungsweise ertrinken, das wäre... Nee, ich glaube, ertrinken ist kein schöner Tod. Da kann ich mir schon bessere Tode vorstellen. Okay, das Boot ist jetzt übrigens jetzt hier an Land. So, jetzt schwimme ich mal mit Mario so. Sieht auch cool aus. So. Ich versuche mal aufs Boot raufzukommen. Vielleicht gibt es dafür einen neuen Stern. Ist ja egal, ich muss ja die Sterne nicht nach der Reihenfolge aufsammeln. Das ist ja eigentlich relativ egal. So. Und da hinten sehe ich übrigens nochmal so eine grüne Box. Ich glaube, da müssen wir noch einen Schalter aktivieren. So, dann kommt da bestimmt ein neues Item raus. Bin ich mal gespannt. So, kann ich jetzt hier aus dem Wasser... Ja, kann ich. So, einfach nur aus dem Wasser rausspringen. Hier drauf. Warte, jetzt muss ich hier hoch. So, mit einem schönen Sprung.
Okay. Jetzt drücke ich mal hier drauf. Ach so, das. Upsala. Oh, das war knapp. Da bin ich jetzt ganz knapp noch aufs Boot gekommen. Okay. Gibt's hier oben irgendwas? Oder gibt's hier nur diese roten Münzen? Die muss ich natürlich auch noch einsammeln. Und zack. Jetzt komme ich da nicht raus. Warte, ich versuch mal. Ich versuch mal diesen. Upsala, ich wollte eigentlich jetzt diesen geduckten Sprung machen. Ach, Mario. So, jetzt bleib einfach mal stehen. Der klappt auch nicht, oder? Ich versuch's noch einmal. Nee, komme ich nicht drauf. Okay, dann mache ich es halt später. Was ist, wenn ich jetzt nochmal hier reingehe? Ich glaube, da könnte ich jetzt nochmal den Stern einsammeln. Mache ich aber nicht. So, da sehe ich auch noch einen Stern. Ah, ich würde mal sagen, ich glaube, ich sammle mal die roten Münzen ein. So, mache ich jetzt mal ganz spontan. Und drei Sprung. So, jetzt hier oben. Okay, hier oben gibt es auch keinen Stern. Okay. So, dritte rote Münze. So, ich habe ja vorher auch noch welche gesehen. Ich glaube, es sind auch noch welche unter Wasser, auf jeden Fall. Da hinten sehe ich eine. So. Und oh, voll gegengesprungen. So, ich guck mal eben, ob hier... Ah, da sehe ich eine. So, die hole ich mir mal schnell. Ah, die ist wieder bei so einer... Muschel, irgendwie. Komm. Die muss nur den Mund aufmachen. Beziehungsweise, die muss nicht nur öffnen. Okay, da tut es auch. So, vierte rote Münze. So, ist hier noch eine. Ich kann hier gerade keine sehen. Okay, dann kann ich jetzt wieder auftauchen. So, schnell, Mario, schnell. Schnell auftauchen. So. Okay, wie viele rote Münzen haben wir jetzt? Vier Stück. Okay, dann haben wir schon die Hälfte und brauchen nur noch vier. Ja, ist naheliegend, ne? So. Okay. Ich glaube, an den hier kann ich eigentlich dran, oder? Aber ich glaube, das muss ich mit einer Kanone oder so machen. So langsam aber sicher erinnere ich mich wieder an die Welt. So. Und da ist wieder diese coole Musik. Ist mir jetzt erst irgendwie aufgefallen, weil ich die ganze Zeit so in Gedanken war und so am Sterne suchen war. Hier müsste irgendwo jetzt noch ein rosaner Bonbon sein. Was ist eigentlich da drin? Was ist hier drin? Okay, nur ein paar Münzen. So, ich könnte auch theoretisch einfach den 100 rote Münzenstern holen, oder? Theoretisch eigentlich schon. Okay, da sehe ich die Kanone, die ist aber noch nicht offen. Wo ist denn der rosa Bonbon? Kommt er erst zu einem späteren Zeitpunkt oder wie ist das? Ah, ich muss mich auch erstmal in dieser Welt zurechtfinden. Da sehe ich aber noch eine rote Münze. Die hole ich jetzt mal. Ich glaube, ich hole auch noch die 100 goldene Münzen. So, hier sind zum Beispiel ein paar. Kann ich jetzt mal eben einsammeln schnell. So, sofern ich sie bekomme. Ich kann ja immer, wenn ich eine... Ah, und da ist auch noch eine rote Münze. Da hat noch eine Muschel so eine rote Münze. Na, kriege ich die noch schnell? Wow, ich wurde nicht getroffen. Ich bin da irgendwie gerade ein bisschen durchgebackt, aber... Ich wurde nicht getroffen, das ist doch die Hauptsache. Okay, jetzt wurde ich aber getroffen. Okay, sechs rote Münzen. Jetzt sammle ich erstmal die 100 roten Münzen ein. Die kann ich ja dann als erstes einsammeln. So, waren hier irgendwo noch welche Münzen? Münzen. Was ist denn da? Okay, da sind Münzen. So. Jetzt kriege ich einen One-Up. Okay, was ist da? Ich wette, da gibt es bestimmt auch einen neuen Stern. So, weiter. Okay, da ist auf jeden Fall ein Schild. Was steht auf diesem Schild? So. Dies ist die erste und letzte Warnung. Das Betreten dieser Höhle ist verboten. Mit drei Ausrufezeichen. Wer sich hier ohne meine Erlaubnis Zutritt verschafft, handelt sich eine Menge Ärger ein. Nochmal drei Ausrufezeichen. Okay. Ah, da sind fünf Münzen. Oh, ganz viele Münzen. Münzen. Boah, jetzt haben wir viele Münzen gekriegt. Sehr gut. Kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen und dieses Ding... Boah, habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. So, die Dinger fallen um hier. Hier sind noch ein paar Münzen. So, jetzt haben wir schon 67. Okay, ich glaube, die müssen wir auch wieder in der Reihenfolge öffnen und dann kriegen wir auch einen Stern. So, aber den möchte ich ja noch nicht haben. Okay, ich habe jetzt irgendwie die Stampfattacke noch nicht komplett gemacht und der ist trotzdem geplättet worden. So. Und jetzt... Zack. Okay, noch 30 Münzen. Müssten wir eigentlich locker zusammenkriegen. Hoffe ich jetzt einfach mal. So. Ich bin mal gespannt, wie viele Sterne wir in diesem Part schaffen. Wir haben jetzt schon die Hälfte. Ich werde auf jeden Fall jetzt keinen Überlänge-Part machen, weil ich muss es auch irgendwie schaffen, den Part heute hochzuladen. Ihr werdet es ja gerade sehen, falls es geklappt hat oder nicht. Ich hoffe es aber auf jeden Fall.
So, wenn nicht, dann ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ja irgendwie unnötig, ne? Falls ich jetzt das... Falls das Video etwas später kommt. So. Okay, 74 Münzen, noch 26. Die müsste ich hier bestimmt irgendwo herbekommen, oder? Irgendwo. Da sind noch 3 Stück. Jetzt kommt es auf jede Münze an, auf jeden Fall. So. Okay, alle eingesammelt. So, ist hier vielleicht am Anfang irgendwo noch eine? Und ich muss ja auch noch gucken, wo die... Kann ich überhaupt die roten Münzen schon einsammeln ohne die Kanone? Komm, Mario. Ich muss die Kamera drehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die ohne die Kanone schon einsammeln kann. Das ist das Problem. Aber ich kann ja schon mal auf jeden Fall die 100 Münzen sammeln. So, kann ja nicht schaden, wenn ich das jetzt schon mal mache. Okay, hier kann ich dran. Und dann krabbel ich hier hoch. Ah, da ist der Bomb-Bomb. Vielleicht kann ich die Kanone jetzt öffnen. Ja, und zack. So. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Okay, sehr gut. Das ist doch super. Haben wir die Kanone jetzt auch aktiviert. Okay. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Ja, warte ab. War da oben. Ist da oben eine rote Münze? Muss ich gleich mal gucken. Wir haben jetzt... 7. Okay, wir brauchen nur noch eine. Dann haben wir den Stern auch schon. Aber jetzt muss ich eben noch gucken, dass ich noch 21 Münzen zusammenkriege. Und... Upsala. Ich muss hier einen schönen Sprung machen. Ach so, wenn ich den Schalter aktiviere, dann kriege ich ja auch noch ein paar Münzen. So. Zack, 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 zack. Hier sind noch welche. Und... Die haben wir noch. Okay, noch 6 Münzen, dann haben wir 100. So, 6 Münzen. Wo kriege ich die jetzt her? Ich kriege ja noch 2 Münzen, wenn ich die rote Münze einsammle, dann kriege ich noch 2. Also insgesamt brauche ich noch 4 Münzen. Okay, dann hole ich mir eben die von unten, wenn ich noch nicht alle eingesammelt habe. So. Sind da noch welche vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Okay. Kann, weil beim N64 werden die ja immer etwas später gerendert, dann werden die erst später angezeigt. So. Jetzt schnell hoch, Mario. Na komm. So, 6 Münzen. Ich glaube, ich... So, katapultiere mich mit der Kanone mal. Das ist ein schweres Wort, ich weiß. Ah, da sind Münzen. Münzen. So. Und 100. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir den 100 rote, gelbe Münzenstern schon mal. Jetzt muss ich ihn nur noch einsammeln und nicht dran vorbeischwimmen. Mario. So, dreh dich mal bitte. Und schwimmen, und schwimmen. Und sehr gut. Here we go. So, du hast 100 Münzen eingesammelt. Der Stern verleiht dir zusätzlich Kraftspielstand speichern. Ja, aber na sicher. So, wieder noch für kurze Zeit angezeigt wird der Stern. Okay. So, jetzt nur noch die letzte rote Münze. So, jetzt gehe ich erstmal zur Kanone. Und zack. Und rein da. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, die rote Münze müsste da oben irgendwo sein, oder? Hm? So, da oben irgendwo an den Pfeilern, oder? Oh, voll gegen. Aber ich habe keine rote Münze gesehen da. Wo soll die denn sein? Wo ist die letzte rote Münze? Hm. War vielleicht auf dem Schiff noch eine? Habe ich da eine übersehen? Wir haben jetzt 7. Eine brauchen wir noch. Aber wo ist die? Das ist hier die Frage, die jetzt noch geklärt werden muss. So, Mario, tauch mal auf. Und Sprung. So, habe ich noch geschafft, zum Glück. Und zack. Jetzt habe ich die ganzen Münzen schon eingesammelt. Jetzt erscheinen gar keine mehr. So, ist hier noch eine vielleicht. Vielleicht in dieser einen Kiste. Das könnte ich mir vorstellen. Wenn ich die kaputt mache. Nee, kann ich die überhaupt kaputt machen? Nee, anscheinend nicht. Ah, vielleicht ist hier drin eine. Vielleicht ist ja hier drin eine. Kann ich jetzt gar nicht mehr rein? Kann ich jetzt echt nicht mehr rein? So. Okay, ich kann da anscheinend nicht mehr rein. Okay. Dann wird da auch wahrscheinlich keine rote Münze sein. Upsala, jetzt renne ich die ganze Zeit gegen die Kiste. Ist da oben wirklich keine? Ich kann da keine rote Münze sehen, aber ich weiß nicht, wo die sonst noch sein könnte. Ja, ich habe immer so ein paar Probleme mit den roten Münzen. Auch in der Welt Biberberg-Bob habe ich ja auch erst ganz spät die letzte rote Münze bekommen. So, vielleicht wenn ich den Alter rauslocke. Kann das sein? Kann das sein?
Wow, wow, wow. Sehr gut. Okay, dann halt nicht. Da ist auch keine rote Münze. Wie ich zu dem Stern komme, muss ich auch nochmal gucken. Ich habe jetzt echt keine Ahnung. So groß ist die Welt ja eigentlich gar nicht hier. Aber ich habe gerade wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja schon die rote Münze gesehen und ich habe sie nur übersehen. Da ist sie. Da ist sie. Ich sehe sie. Jetzt müssen wir nur noch dahin schwimmen. Die ist wieder in der Muschel drin. Okay, wie man einfach die rote Münze früher sieht als die Muschel. Ist auch lustig. Jetzt muss ich nur noch öffnen. Okay. Da ist jetzt der Stern erschienen. Jetzt haben wir alle rote Münzen eingesammelt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir nochmal zurück. Nochmal zurück aufs Schiff. Auf das Schiff. So, und dann sammeln wir den Stern ein und haben jetzt schon wieder 3 Sterne gesammelt. So. Wieder kurz den Schalter aktivieren. Und rüberspringen. Jetzt darf ich halt nur keinen Fehler machen, ne? Und zack. Okay, hat gut geklappt. Dann schön Dreisprung. Ja, hat ja sehr gut geklappt. Und zack. Ah, jetzt bin ich auch so drüber gekommen. Und so, den Stern. Okay, ich glaube, ich mache jetzt noch einen Stern und dann mache ich mal Schluss für heute. So. Okay, jetzt haben wir wieder ein Leben dazu gekriegt. 28 Sterne. Okay. Piratenbucht-Panik. Okay, dann machen wir jetzt mal den nächsten Stern. Ich mache jetzt, glaube ich, mal den Stern, wo ich mich katapultieren muss. Ich finde das Wort echt schwer. Katapultieren muss. So. Da habe ich ja die Kanone extra für frei gemacht. Die müsste jetzt immer noch frei sein, oder? Ja, tatsächlich. Okay. Okay, das ist doch super. Und rein da. So. Gut. So, dann würde ich mal sagen, ein bisschen höher, damit ich wirklich an die Spitze komme. Oh, sehr gut. Jetzt muss ich nur noch richtig abspringen. Jetzt weiß ich nur nicht, in welche Richtung der abspringt. Oh, oh. Okay, das war schon mal die falsche. Nein, Mario, halt dich doch fest. Och, Mann. Okay, das war schon mal die falsche. Jetzt muss ich mich nochmal katapultieren. Ich lerne noch, das Wort auszusprechen. Ich lerne es noch. So. Ich habe sowieso das Gefühl, beim Let's Play verspricht man sich viel öfter als sonst. Ich weiß nicht, warum. So. Jetzt aber. Na komm. So. Yahoo! Und zack. Okay, gut, perfekt gelandet und da ist der Stern, oder? Yes. Sehr gut. Und zack. Here we go. Okay. 29 Sterne. Soll ich jetzt noch den 30. holen? Wir hätten jetzt noch 2 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich noch das noch schaffe. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Also 1, Bomb um Swampenberg haben wir komplett. 2, 3, 4. Achso, Piratenbuchpanik ist die dritte Welt. Und, okay, Biberbergbock wäre eigentlich die vierte gewesen. Die habe ich aber vorher gemacht. Okay. Ich nutze jetzt nochmal ganz kurz die letzten 2 Minuten, um mich hier ein bisschen umzugucken. So, ich wollte nochmal zum Beispiel hier durchgehen, um zu zeigen, was da ist. Weil hier werden ja auch noch im kompletten Schloss sind ja noch ganz viele Welten. Das sind Buhu. Okay, der flüchtet vor mir. Da können wir später nochmal hingehen. Aber hier geht es halt auch noch runter und sowas alles. Ah, ich glaube, ein Stern könnte... Nee. Ah, da brauche ich erst einen Schlüssel für, okay. Ich hätte jetzt uns noch einen versteckten Stern holen können. Aber dann mache ich das halt später. So, gehen wir mal hier durch. Wo sind wir hier? Ah, hier sind ganz viele Buhus. Ah, und diese Stelle hier. So, seht ihr diesen? Ah, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen besiegen. Ich glaube, das machen wir mit einer Stampfattacke. Ja, macht man. So, und zwar diese Stelle. Ja, das ist so ein... Bei dieser Stelle gibt es so einen Mythos. Und zwar ist der Super Mario 64 in diesem Spiel nicht spielbar. Aber manche Leute haben sich dann halt ausgedacht, weil hier auf diesem Stein sollte eigentlich stehen. Also ist halt so ein Pixelbrei. Aber manche haben sich da ausgemalt, dass da steht, irgendwie L ist real und dann irgendeine Zahl oder so. Dass man dann eine bestimmte Anzahl um diese Statue herumlaufen muss und dass man dann Luigi freischaltet. Aber ist natürlich totaler Quatsch. Aber das haben dann manche geglaubt und ausprobiert. Ja, auf jeden Fall jetzt so... Ein Fun-Fact am Rande. Aber wenn man so viel fantasiert, dann könnte da wirklich L is real stehen, oder? Ja, würde eigentlich passen. Dann könnte das irgendwie 3401 oder so sein. Naja, egal. So. Dann gehe ich mal schnell zurück und dann beende ich mal den Part.
So, also mal noch ganz kurz hier im Garten, im, ja, Hofgarten gewesen oder so. Dann gehe ich jetzt mal ganz schnell zurück zur Welt und im nächsten Part geht es dann weiter. So, schnell. Und dann werde ich mal schnell den Part hier schneiden und versuchen hochzuladen. Ich hoffe, es klappt, dass dieser Part heute noch kommt. So. Ach nee, wo war es denn jetzt nochmal? War das hier? Nee, ich glaube, es war hier, oder? Ja, und da wieder der berühmte Krankenwagen. Ach nee, jetzt bin ich voll falsch. So, hier war das doch, oder? Okay, hier war das. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich wieder fürs freundliche Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Part von Super Mario 64. Bis dahin, ciao.